Hallo, hier ist Jan und willkommen zurück zu Let's Play Okami. Ich frage mich, was passiert ist. Genau, der Kaiser ist jetzt wieder er selbst. Die Leute sagen, ich wäre durch eine Krankheit ans Bett gefesselt gewesen, aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich erinnere mich, dass ich mich mit einer Bambushändlerin namens Kaguya getroffen hatte und ich erinnere mich an einen geheimen Schatz für das Überqueren eines Sees aus Feuer. Aber ich habe jede Erinnerung daran verloren, was dann geschah. Es ist fast so, als ob ich von einem seltsamen Geist besessen gewesen wäre. Pah, das Gerede eines geplagten Kaisers, aber Kaguya ist in Sicherheit. Ich schätze, wir können ihm etwas Ruhe gönnen. Ein weißer Wolf und ein seltsamer springender Punkt. Ich habe so ein Gefühl, dass ich euch beiden aus einem Traum kenne. Ich muss mich bei Königin Himiko für meine unverzeihlichen Fehltritte entschuldigen. Ist Himiko dann nicht seine Frau? Die Stadt steckt endgültig in einem totalen Chaos und Königin Himiko unternimmt deswegen überhaupt nichts. Es gibt keine Entschuldigung dafür, warum sie sich in ihrem Palast eingeschlossen hat. Junge, der werde ich mal meine Meinung sagen. Ah, lieblicher weißer Wolf, ich fühle mich immer so entspannt, wenn du da bist. Ich habe so ein Gefühl, dass du mich zutiefst kennst. Ja, wir kennen dein Innerstes, na lecker. Genau, ihr seht schon die Dämonenzähne um seinen Hals, ne? Das ist ein Indikator dafür, dass er der richtige Dämonenhändler in diesem Spiel ist. Ja, der richtige Händler. No enough. Dämonenzähne. Dass ich einen Wolf Schätze gebe, aber du bist immerhin mein Glückswolf. Ich bin mir sicher, dass dabei etwas Gutes rauskommen wird. Du hast bestimmt schon viele Dämonenzähne gesammelt, oder? Nun, was denkst du? Ganz genau, und deswegen haben wir so viele gesammelt. Nebeltopf ermöglicht Transport zwischen Ursprungsspiegeln. Ja, das ist, sag ich mal, wenn ihr 100% haben wollt, müsst ihr das haben. Und das werden wir später auch noch holen. Aber das kann noch ein bisschen warten. Was ich wichtig finde, ist einmal das hier. Das Gold-Tintenfass, das ist richtig cool, denn dadurch, ja, regeneriert sich unsere Tinte verdammt schnell. Und das, Ziellinie zwischen Isin und Gegnern, um Objekte zu stehlen, naja, ansonsten, es gibt noch ein Item, welches es anscheinend noch nicht gibt, das wird später kommen. Aber ja, das hier wollen wir auf jeden Fall, das Gold-Tintenfass, das ist zum Kämpfen einfach unentbehrlich. Ansonsten die Friedensglocke, nee, das hier interessiert mich noch, weil wegen 100% hat und es kommt, wie gesagt, noch ein Item später. Komm mich wieder besuchen, wenn du mehr Dämonenzähne hast zum Tauschen. Okay, aber wir rüsten das auch sofort aus. Bams, und können auch mal die hier als Hauptwaffe nehmen. Und Spiegel als Zweit, warum nicht? Haben wir die neue Perlenkette, die wir halt noch nicht verwenden konnten. Aber dazu kommen wir auch. Schaut mal hier, wie schnell meine Tinte sich jetzt wieder erholt. Das ist der Hammer, oder? Eine der 13 Statuen, nice. Hier hinter ist anscheinend nichts. Aber genau, jetzt können wir zum Beispiel einfach mal irgendwelche Sachen malen. Ihr seht schon, ich mal das und ich mal das. Und ich mache nochmal Wind. Und schaut mal, das regeneriert sich jetzt super schnell. Na, jetzt. Das ist der Hammer, oder? Und das Item so früh zu haben, ist Gold wert. Oder eben jeden Dämonenzahn wert, den wir gesammelt haben. Deswegen kann ich wirklich nur nochmal sagen, von Anfang an ordentlich Dämonenzähne sammeln. Das ist das Allerwichtigste. Ich meine, klar, die verstreuten Perlen sind auch wichtig. Aber es gibt einfach, wie gesagt, für die verstreuten Perlen müssen wir ja teilweise auch diese Dinge haben. Und deswegen einfach sammeln, einfach sammeln. Ich vergesse zwar auch manchmal, dass ich die eine Technik habe, dass ich die Gegner anpinkeln kann, aber solange ich wenigstens den Finisher mache, ist es gut. Und ich werde natürlich wieder fleißig sammeln. Och Mann, wie viele Schätze hier nicht sind, ne? Ja, und anscheinend ist wieder mal die Vorhersage oder der Tipp von Wacker eingetroffen, ne? Von wegen mit dem kleinen Loch und so. Wir sind halt geschrumpft. Als hätte er wieder mal geahnt, was passiert, ne? Hätte er verdammt nochmal gewusst, was wir machen. Wer weiß, vielleicht ist er auch ein Spion, ne? Wer weiß. So, und ich kann hier die Kamera leider nicht drehen, das ist natürlich schade, aber mehr scheint hier nicht zu sein. Möchtest du mir noch was erzählen? Diese giftige Luft verschwand sofort, als es dem Kaiser besser ging. Vielleicht hat das etwas mit dem zu tun, von was auch immer der Kaiser besessen war. Auf jeden Fall hoffe ich, dass auch alle anderen von dieser Krankheit genesen werden. Ihr seid anscheinend, oder der Kaiser war anscheinend nicht der Einzige, aber der wirklich kranke, ne? Hier ist nochmal sein Zimmer, aber ihr seht schon, wir sind ja jetzt wieder groß, deswegen sieht ganz anders aus, ne? Ne? Der Kaiser ist wieder so gutmütig wie früher. Es scheint, er war von irgendeiner bösen Kraft besessen. Ich bin besorgt über die seltsame Luft, die sich über Nippon erstreckt. Ich hoffe, sie kommt nicht auch in die Stadt Saiyan. Na, ist sie nicht schon hier? Ich meine, das war doch quasi der Ursprung, ne? Und es wird Tag, ja, von mir aus. Es kann ruhig Tag werden. Wir sind ansonsten hier, denke ich mal, erstmal fertig. Dann können wir natürlich auch rausgehen. Ist nur die Frage, wo der Ausgang ist. Hier. Ja, jetzt ist nämlich dieses Tor auf und wir können direkt zum König gehen. Das ist schon mal ziemlich nice. Allerdings, wo gehen wir jetzt als nächstes hin, ist natürlich die Frage, ne?
Hey, Kaguya. Hallo, Bambusmädchen. Was machst du hier draußen? Ich meine, du bist jetzt frei. Du kannst überall hingehen, wo du möchtest. Ich habe euch nicht wiedererkannt. Du warst so winzig, als wir uns das erste Mal trafen. In voller Größe bist du wirklich eine beeindruckende Gestalt. Findest du? Nun, eigentlich höre ich so etwas die ganze Zeit. Hä? Oh ja, dich meinte ich natürlich auch, Rison. Wie auch immer. Die Stadt ist im Moment ein recht gefährlicher Ort. Du solltest zum Haus deines Großvaters gehen. Die Kaiserlichen haben ein Auge auf deinen Schatz geworfen, stimmt's? Du solltest lieber verschwinden, bevor andere anfangen rumzuschnüffeln. Und außerdem, dein Großvater scheint dich unheimlich zu vermissen, weißt du? Wirklich? Ah, ich verstehe. Dieser nette alte Mann betrachtet mich als seine Enkelin. Ich würde wirklich gerne zu ihm zurück, aber du bist nicht seine Enkelin. Du meinst, deine wirkliche Familie lebt woanders. Ach, egal. Du solltest einfach hingehen und ihn sehen, wenn dir danach ist. Hm? Ich weiß nichts über meine Vergangenheit. Ich weiß nicht einmal, wer ich bin oder woher ich komme. Meine erste Ahnung ist, wie ich in einem Bambushain aufwache. Herr Bambus nahm mich mit nach Hause, wo man sich ganz lieb um mich kümmerte. Um diese Freundlichkeit zu entlohnen, habe ich ihm mit seiner Bambuswache geholfen. Wenn das der Fall ist. Warum beeilst du dich dann nicht und besuchst ihn? Ich weiß nichts über meine Vergangenheit, aber ich habe eine verblassene Erinnerung. Bitte erzähl mir mehr. Ich habe lang und hart während meiner Gefangenschaft nachgedacht. Dabei habe ich mich wieder daran erinnert, dass ich vor langer Zeit in einem kleinen dunklen Raum war. Das ist im Moment alles, woran ich denken kann. Und ich habe das Gefühl, dass ich dort schnell hin muss. Ich werde dieses Gefühl einfach nicht los. Kleiner dunkler Raum? Ja, finde ich auch. Ich meine, du weißt nicht einmal, wo dieser Ort ist, an den du zurück möchtest. Bruchstücke meiner Erinnerung kehren langsam zurück. Zusammen formen sie eine Vision. Ich sehe ein königliches Siegel eingraviert in die Erde unter einem Bambushain. Ich muss zur Sasa-Zuflucht gehen. Dort wird das nicht aufklären. Okay, anscheinend gehen wir an ein altes Gebiet zurück, ne? Huch, was ist denn in dich gefahren? Ich meine, erst der dunkle Raum und jetzt möchtest du auf einmal zur Sasa-Zuflucht. Ich weiß nicht, wohin ich zurückkehren muss, aber ich habe dieses starke Gefühl in meinem Herzen. Es treibt mich vorwärts zu meinem endgültigen Ziel und es treibt mich vorwärts, das königliche Siegel zu suchen. Ich muss sofort los zur Sasa-Zuflucht. Oh, dann lauf mal. Viel Spaß. Hey, warte, Bambusmädchen. Ach, sie ist fort. Na gut, das gute Bambusmädchen möchte also zurück zur Sasa-Zuflucht und ich würde sagen, das schauen wir uns auch ziemlich schnell an. Ich möchte nur noch mal kurz, jetzt wo sich der Nebel etwas gelegt hat, ganz kurz mal schauen, ob es hier in der Nähe etwas gibt, was wir noch ausbuddeln können, weil ich meine, dass hier noch ein, ja zum Beispiel da drüben ist zum Beispiel was, es müsste hier noch einiges an Schätzen geben. Oh, das ist so cool mit dem Doppelsprung, ich liebe ihn, wirklich. Und bam, noch ein Schatz. Yay, ein Kristall. Wie viel Glaube haben wir eigentlich? 378, es reicht nicht ganz, um das letzte Tintenfass zu holen, noch nicht. Aber es sollte nicht mehr lange dauern. Und jetzt, da der Fluch weg ist, ist natürlich die Frage, ob wir jetzt nicht die Bäume auch alle heilen können. Es dürfte den Leuten eigentlich auch ein bisschen besser gehen inzwischen, das ist doch schon mal eine feine Sache. Natürlich müssen wir immer noch mal hoffen, dass wir irgendwann mal zur Königin Himiko kommen, ne? Aber das scheint im Moment noch keine Option zu sein. Im Moment noch nicht. Im Moment fühlt es sich dann wieder an, als würden wir eher Sidequest machen, wenn wir zurück zur Sasa-Zuflucht gehen. Ich dachte eben, hä, warum wächst da eine Orange auf dem Kleeblatt? Mensch, aber es reicht immer noch nicht für das, was ich haben möchte. Und da ist noch eine Schatztruhe. Mir entgehst du nicht. Nur beinahe. Aber ja, dieser neue Ausrüstungsgegenstand mit den Tintenfässern macht ja Tintensteine schon fast unbrauchbar, aber eben nur fast, weil ich meine, immerhin unendlich Tinte ist immer noch besser, aber wenn sich das so schnell regeneriert, ist das auf jeden Fall richtig, richtig nice. Und schaut mal da hinten, ne? Es scheint nochmal ein Kleber zu sein. Na komm. Sauber. Ach komm. Nochmal. Dankeschön. Noch zwei, glaube ich, fass es nicht. Zwei lumpige Glaube, sind hier vielleicht irgendwie Ratten, die ich mal füttern kann? Oder irgendwas? Kann doch nicht sein. Ah, naja. Ansonsten, ich mache großartige Fortschritte in Kingdom Hearts. Ich bin mit Kingdom Hearts 1 fast erneut fertig. Ich bin kurz vor dem letzten Kampf im Spiel, im ersten Spiel, wohlgemerkt. Und bin halt gerade am überlegen, spiele ich im Anschluss? Und ja, wir können eigentlich den Teleporter erstmal nehmen. Aber ja, wir gehen jetzt schon direkt hin, genau. Oder wir gehen in die Nähe davon, weil wir können jetzt mit dem Doppelsprung und mit dem Buddeln, können wir eigentlich noch einiges holen. Ich habe ja auch gesagt, ich möchte nicht komplettes Backtracking immer machen, aber gehen wir mal ruhig zum Shinshu-Feld.
lassen wir uns heute mal ein bisschen Zeit, denke ich. Wir können heute ein bisschen was an dem Zeug machen. Aber ja, ich bin gerade am Überlegen. Spiele ich danach dann Kingdom Hearts Chain of Memories? Spiele ich danach Kingdom Hearts 2? Oder Final Fantasy 15? Zwischen den dreien versuche ich gerade zu überlegen. Wenn ich jetzt Kingdom Hearts die Story weitermachen würde, würde es wahrscheinlich Chain of Memories sein und nicht den anderen. Aber irgendwie juckt es mich in den Fingern, endlich Final Fantasy 15 zu spielen. Deswegen ist das ein bisschen schwer. Aber gut, hier wollte ich hin. Denn hier können wir wieder buddeln jetzt, wo wir die Fähigkeit haben, einen Stein zu buddeln. Und kriegen noch ein Kleeblatt. Ach komm, und kriegen noch ein Kleeblatt. Hey, jetzt reicht das. Und schauen wir mal, ob der nochmal mit uns reden will. Scheint aber nicht so. Der piekt schon. Nee. Na, deine Fehlbeute tragen dich wieder, Windhörnchen. Ich werde meine goldenen Füße aufpolieren, also komm bald wieder. Okay, noch nicht. Okay, dann müsste gerade überlegen. Ich würde sagen, ich warpe. Naja, wir können das onscreen machen. Wir warpen uns dann doch in das Dorf Kusa. Beim Dorf Kusa gibt es auf jeden Fall auch noch eine Sache, die wir jetzt mit dem Doppelsprung holen können. Und ich möchte, bevor ich es vergesse, das Tintenfass. So, aber wir haben alle Tintenfässer. Das ist nice, oder? 10 Stück, auch wenn wir die jetzt nicht wirklich brauchen, weil, naja, mit dem Item sind wir halt ziemlich OP. Und ja, der gute Blutaro hat ja gesagt, ich warte mich nicht so gern. Jetzt mache ich es, siehst du? Jetzt mache ich es. Am Anfang gab es halt einfach noch zu viel Sachen zu holen. Und wir gehen erstmal. Na gut, dann gehen wir erstmal in die Taka-Ebene. Hier in der Taka-Ebene gibt es auch noch ein paar Sachen, die wir holen können. Allen voran eine Buddelstelle. Ah, euch habe ich gefüttert, gut. Dann gehen wir mal erstmal zu der Buddelstelle. Ich glaube, da müssen wir hier lang. Ach, ich bin wirklich gerade nicht sicher, aber wenn ich so auf die Karte schaue. Ja, Sensor zur Flucht. Nee, hier lang müssen wir. Das war in die entgegengesetzte Richtung dann. Hä, ich bin gerade wirklich nicht sicher. Wo ist das denn? Ist doch hier. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, ne? Da hatte ich doch eine Bombe einmal drauf. Oh, ich kann nicht füttern. Cool. Ah, nein, das. Das bringt jetzt bestimmt 2, glaube ich. Ne, 3. Aber es hätte gereicht. Toll. Hätte vorher gereicht. Aber okay. Ja, dann gehen wir anscheinend hier lang. Oh, euch habe ich auch nicht gefüttert. Mensch, was geht mit dem Pferd? Irgendwie war ich hier anscheinend nicht so gründlich. Oder es sind tatsächlich neue Tiere. Ich kann mir nämlich eigentlich nicht vorstellen, dass ich die übersehen habe. Aber es kann durchaus sein, dass das Spiel später einfach neue Tiere spawnt. Das würde ich gar nicht. Würde ich gar nicht denken, dass sie das nicht machen. Aber gut. Boom. Und wir können natürlich auch nochmal zu Sakuya, ne? Achso, warum mache ich eine Bombe? Ich muss doch graben hier. So, warum mache ich eine Bombe? Keine Ahnung. So, hier gibt es auf jeden Fall eine Menge, ne? Diese Löcher, sage ich mal, wo wir jetzt gerade sind, davon wird es später noch einige geben. Und ja, ist natürlich immer super, wenn man den ganzen Glauben holen kann. Schaut mal, so viele Äffchen. Das ist richtig nice, ne? Dass die hier nicht gestorben sind. Gut, die haben ja fließend Wasser. Aber ja, das ist meine Glaubensbombe. Richtige Bombe hier. Glaubensbombe klingt irgendwie falsch in den heutigen Zeiten. Aber gut. Und wie viel bringst du noch? Ja, auch nochmal 10. Ist aber auch noch nicht alles, ne? Hier ist noch mehr. Genau. Ich meine, dass auch in einer dieser Oasen später auf jeden Fall eine verstreute Perle sein wird. Was halt, aber das erwähne ich dann später nochmal. Hat tatsächlich auch mit einem, sage ich mal, aus Stein bestehenden alten Freund zu tun. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und hier ist auf jeden Fall noch eine verstreute Perle. Nice. Und ein göttliches Amulett. Dankeschön. Was steht denn hier? Molis Schatzkammer. Okay. Und nicht vergessen, wir haben natürlich auch noch in Zukunft einige Monsterlisten vor uns, aber die nächste Monsterliste können wir anscheinend noch nicht haben. Aber früh genug. Früh genug. Im Wasser ist anscheinend nichts. Nur ganz auf Nummer sicher gehen. Aber ich muss sagen, diese Löcher erinnern mich auch sehr an A Link to the Past tatsächlich. Da gibt es auch sowas ähnliches. Nicht A Link to the Past, Entschuldigung, Ocarina of Time. Ja, ich meine Ocarina of Time. Da gibt es sowas auf jeden Fall. So, aber schauen wir mal. Lasst mich sehen. Ich würde auch gerne, weil ich gerade aus dem Kopf heraus nicht sicher bin, ob wir noch eine verstreute Perle vielleicht von unserem moligen Freund kriegen. Ja, ich bin gerade wirklich nicht sicher. Aber ich möchte den Kampf gegen ihn nochmal zeigen, denn
Jetzt, wo wir die Zeitlupentechnik haben, sollte das eigentlich um ein Vielfaches leichter gehen. Aber wir können es ja mal testen. 2, 3. Na los, Okami. Dashen, Okami, dashen. Das machen wir noch. Und danach können wir wahrscheinlich in die... Ah, stimmt, in die Stadt wollte ich auch noch. Na gut, dann machen wir das ein andermal. Wir kommen bestimmt nochmal wieder. Ja, ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit... Eigentlich haben wir die Zeit, ne? Na, machen wir es. Eigentlich haben wir die Zeit. Ich hoffe, ihr nimmt mir das jetzt nicht übel. Aber wir haben doch die Zeit. Willst du nochmal spielen? Ach, du bist es, Hönchen. Du bist wieder da. Ich habe die ganze Zeit hier im Untergrund rumgehangen. Aber alleine die Gedanke, dass du kommen und mich besuchen würdest, hat mein Herz erfreut. Okay, dann lass uns spielen. Die Mauli-Staubwolkenformation, ist es egal, wer gewinnt. Nun gut. Schauen wir mal. Und jetzt können wir nämlich... Ach komm. Muss ihm anscheinend noch ein bisschen folgen. Komm, Zeitlupe. Wo bist du denn, mein Freund? Da bist du. Ah, echt? Du haust mich? Mein Gott, ich wollte doch nur das nochmal machen. Komm schon. Wo ist er denn? Jetzt muss ich ihn erstmal finden. Da ist er. Zeitlupe. Na also. Okay, nee, ich krieg nur denselben Schatz. Okay, hätte ja sein können, dass er mir... Was? Muss ich echt nochmal? Ah, da. Upsi. Hä? Oh, ich bin in dem Spiel echt so schlecht. Das ist unglaublich. Komm schon. Oh, was? Ich bin echt so schlecht in dem Spiel. Es ist echt unglaublich. Es ist so unglaublich, dass ich dieses Spiel nicht beherrsche. Ich will eigentlich gerade nur checken, ob hier eine verstreute Perle war. Mann, im Ernst. Warum bin ich so schlecht darin? Es sieht für mich immer aus, als würde ich den Wolken gut folgen. Aber irgendwie tue ich das nicht. Oh komm, ich ergebe mich nicht. Ich krieg den noch. Komm schon. Wo bist du denn? Jetzt machen wir das mal ganz schnell. Will ich den einmal sehen? Ah, hier ist er doch, oder? Na also. Du kannst... Was? Nochmal wieder. Okay. Ja, wirklich viel bringt mir das auch nicht, ne? Weiter Zeitlupe. Ich glaube, dass ich ihn eben gesehen habe. Ja, hau mich von hinten, sage mal. Da lang, da ist er. Jetzt schnell die Bombe da platzieren. Ach komm, weißt du. Ah gut, so kriege ich die Folge eigentlich auch mal ein bisschen gefüllt hier. Ist ja bescheuert, der geht nochmal hin zurück. Okay, aber ich kriege wirklich nur dasselbe Item. Ja. Okay, ich hätte gehofft, dass ich nochmal eine verstreute Perle von ihm kriege. Aber anscheinend war hier keine. Gut zu wissen. Aber, wie gesagt, wir gehen... Na, den habe ich gemacht, den Laubhaufen. Bin ich auch relativ sicher. Ein bisschen schade, dass die respawnen. Weil dadurch muss ich halt nochmal schauen. Und Mensch, wieder dieses Kätzchen, ne? Früh genug, Leute. Früh genug. Mit den langen Parts sollte das gar nicht mehr zu lange dauern. Aber unser nächstes Anliegen, bevor wir zur Sasazuflucht gehen und der hübschen Kaguya helfen, ist hier nochmal eine Kleinigkeit zu holen. Ich weiß, ich habe eigentlich gesagt, für einzelne Kleinigkeiten gehe ich nicht an Orte zurück. Aber, naja, wenn ich denke, dass wir genug Zeit über haben, dann kann ich das auch mal kurz machen, denke ich. Weil, wenn man nur der Story folgt, ist das manchmal auch ein bisschen zu trocken, ne? Selbst für Okami. Deswegen manchmal so ein bisschen Abwechslung, da so das richtige Verhältnis zu finden, denke ich, ist schon das A und O. Aber gut, ich meine auch zu wissen, wo wir hin mussten. Und zwar da oben auf den Turm. Wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege. Und ich verspreche, ich mache danach auch einen Schnitt, dass wir dann uns in der Sasazuflucht wiedersehen. Dann müsst ihr nicht sehen, wie wir den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Ist doch fair. Ist doch fair. So, dann genau möchte ich da einmal hin. Danke dir. Und jetzt einmal darüber.
Und jetzt... Na, wo ist die letzte? Hä? Wo ist er denn? Irgendwie fehlt gerade eine Blume. Ah, da. Danke. Oh, nein, 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 nein. Bitte, Okami. Diese hier. Dankeschön. So, und ihr erinnert euch wahrscheinlich. Und ja, es wird gerade dunkel, aber das muss jetzt nicht sein. Kann ruhig Tag bleiben. Ah, sag mal. Es kann ruhig Tag bleiben. Dankeschön. So, dann einmal hier ganz elegant entlang. Bloß nicht runterfallen. Bloß nicht runterfallen. Und Doppelsprung. Sauber. Jetzt können wir hier hoch. Wirkt fast wie in Mario 64, wo man auf die Burg raufkommt, ne? Na, ach komm. Was tut man nicht alles für ein Kleeblatt anscheinend, ne? Hab mir irgendwie was Besseres erhofft. Aber gut, dann wäre das das. Dann würde ich sagen, können wir den Cut machen und wir sehen uns gleich. Momentchen. Ich möchte noch bis da laufen, den Cut richtig machen. Also, wir sehen uns in der Sasa-Zuflucht. So, das war doch gar nicht so lang. Ich würde sagen, wir begeben uns dann direkt mal nach hinten, weil mit sehr... Oh, Moment, ist hier noch etwas, was ich holen kann? Hier vorne? Nee, ne, hier haben wir, glaube ich, alles schon geholt. Hier oben waren wir doch schon mal, oder? Genau. Okay, kommt man jetzt natürlich viel leichter hin, wohlgemerkt. Ist hier vielleicht noch jemand, den ich füttern kann, wenn ich schon hier bin? Ja, 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 schaut mal. Nein, du... Nein, ihr bleibt hier. Gieß so nicht, will ich mit dir reden. Ich wollte die blöden Vögel füttern. Sage mal. Komm zurück. Dankeschön. Okay. Jetzt aber. Nochmal 5 Glaube bekommen. Den können wir wahrscheinlich dann auch bald mal wieder investieren. Ich weiß noch nicht in was. Kann ich euch auch nochmal füttern? Dankeschön. Aber wahrscheinlich... noch mehr Geld? Oder Lebenspunkte sind so. Die restlichen Sachen sind so, hä, wofür denn? Aber mal schauen. Wir werden schon was finden. Mit ziemlicher Sicherheit. So, dann direkt einfach mal nach hinten. Ich denke mal, wir haben für Nebensächliches heute schon genug Zeit verbraucht. Und können uns aufs Wesentliche, oder ja, zum Wesentlichen begeben, ne? Der tanzt wieder fröhlich weiter. Jetzt, wo die Quelle wieder funktioniert und er sich nicht mehr umbringen muss. Es gefühlt ja schon 2 Wochen her. Aber gut. Ja, und ich hätte damals nicht unbedingt zurückrennen müssen, ne? Ich hätte den ja auch später füttern können, wo ich damals zurückgegangen bin, um das Futter zu holen, aber naja. Naja, naja. Und schaut mal, Kaguya ist hier, aber nicht allein. Mit Opa Bambus. Ich hätte nicht gedacht, dich je wiederzusehen, nachdem der Kaiser plötzlich in die Stadtsherren rufen ließ. Kaguya, meine liebe Kaguya, es kommt mir vor wie eine Ewigkeit, seit wir uns das letzte Mal sahen. Meine Güte, sieh nur all diese neuen Falten, hast du dir so sehr Sorgen gemacht. Oh, Großvater, ich dachte schon, dass ihr euch hier treffen würdet. Ich freue mich für euch beide. Oh, Kaguya, lass uns beide glücklich und zufrieden zusammenleben. Wir können meine Bambusware verkaufen, nur du und ich. Okay. Sicher? Was ist los? Musst du wieder zum Kaiser? Nein, das ist es nicht. Es ist nur, ich kann nicht bei dir leben, Großvater. Hä? Hä? Wovon redest du da, Kaguya? Du bist doch nicht weggelaufen oder rennst du vor irgendetwas davon? Ich wusste nicht, dass du hier bist, Großvater. Es wäre besser gewesen, wir hätten uns nicht getroffen, bevor ich abreise. Wohin willst du denn diesmal? Ich bin mir nicht sicher. Hier in der Erde der Sasa-Zuflucht ist das königliche Siegel eingelassen. Es ruft nach mir. Ist euch vorher nicht aufgefallen, ne? Aber was genau? Sie kann es einfach aktivieren. Ein Loch. Was zur Hölle? Kaguya, was machst du da? Es ist, als ob ich von einer unsichtbaren Kraft gesteuert werde. Unter diesem Siegel, tief unter der Erde. Dort wartet etwas mit einer Verbindung zu meiner mysteriösen Vergangenheit. Ich muss gehen. Ich muss sehen, was in diesem Loch ist. Okay. Okay. Nein, tu es nicht, Bambusmädchen, es ist zu gefährlich. Hier nach, Ami. Ah ja, ihr seht schon, wo das hinläuft, ne? Oh ja, es wird wieder gebuddelt. Ja, ja, die Erklärung brauchen wir auf jeden Fall nicht. Ah, du kannst auch umdrehen, meine Hübsche.
Und wir gucken mal, wie schnell wir uns heute hier durchbewegen können. Und ich glaube, eigentlich sollte uns hier auch eine Bombe helfen. Weil sie dann mal hochgeht. Na komm. Sauber, ne? Jetzt ist die Frage, nein. Moment, jetzt einmal schlitzen. Und jetzt einmal mit Wind rüberordern, bitte. Genau, bleib mal bei mir. Upsi. Ne, gehen wir da lang doch. Ne. Wir gehen da lang. Das sieht ein bisschen safer aus. Ah, die Zeit sollte locker reichen. Ne. Nochmal weiter buddeln. Und dann müssen wir hier nochmal rüber. Kaguya, kriegst du das hin? Mit Wind schaffen wir das. Sauber. Komm, schnell. Gut. Okay. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ne, ich möchte lieber da lang. Ich möchte nicht ins Wasser. Oder. Ah, wir müssen da rüber, ne? Sehe ich gerade. Ah. Habe ich verkackt? Ich sehe gerade, ich glaube, ich habe verkackt. Weil. Ich hätte das nicht kaputt machen dürfen. Kacke. Nochmal von vorn. Scheiße, ich hätte das nicht kaputt machen dürfen. Der Anfang war okay, aber da die schwarzen Steine sind halt scheiße. Ich hätte gedacht, weil das hier ein Story-bedingtes ist, dass hier alles okay ist, aber anscheinend nicht. Dann gehen wir doch einfach darüber. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Schauen wir mal, ob es hier besser ist. Wir werden schon irgendwann den Weg hierher finden, hoffe ich. Komm. Na, kommt sie her? Schafft sie es alleine? Warum bin ich gerade nicht sicher, ob sie hierher kommt? Ja, Okami ist okay. Ach, komm, schneller. Komm, Mädel. Komm. Du lässt dir aber ganz schön Zeit, ne? So, jetzt rüber hier. Sauber. Und dann gehen wir da lang. Das kriegst du jetzt aber hin, oder? Nochmal Wind. Sauber. Und jetzt nochmal hier rüber. Okay, der Weg führt zumindest auch nochmal hier hin. Nochmal Wind. Okay, das lief schon mal okay. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht wieder da lang gehe, wo wir nicht rüber konnten. Das heißt, vielleicht lieber hier lang. Rüber mit Wind. Ah, Moment, die Zeit können wir vielleicht mal mitnehmen zur Sicherheit. Ah, komm. Ein Kreis. Dankeschön. Nur zur Sicherheit. Und dann wieder weiter. Ach komm, schneller. Mhm. Oh, bin ich wieder zu tief? Erzähl doch nicht. Ich meine, ich komme doch hier jetzt wieder nicht hoch. Oh, das ist aber echt kacke. Das heißt, ich muss... Ja, ihr seht schon, ich kann sie nicht nähen, ne? Oh mein Gott. Das ist aber echt blöd. Das heißt, ich muss wirklich von rechts und dann darf ich die eine Stelle nicht kaputt machen und muss dann darüber springen. Okay, das ist ein bisschen doof gemacht, ganz ehrlich. Ich finde es nicht schön, wenn es hier so eine Sachen gibt, wo man halt nur einen richtigen Weg hat. Ich finde es besser so, wie es beim letzten Mal war, dass man Hauptsache, man bewegt sich nach unten und alles führt dann zusammen. Aber der Weg dahin halt als Schwierigkeit, das fand ich besser. Oh ja, das war ein bisschen doof. Und Moment, ich glaube, hier ist falsch, ne? Ja, hier ist falsch, wir müssen zurück. Komm da lang. Komm wieder zurück. Komm mit und lauf weg und so weiter. Komm, Okami, buddel, wie du noch nie zuvor gebuddelt hast. Gehen wir mal da lang, vorsichtshalber. Vertrau schon gar nichts mehr hier. Nee, okay, den können wir kaputt machen. Oh, Mensch, ey. Ist doch nicht normal. So, und jetzt hier runter, ne? Genau, das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt muss ich hier aufpassen. Weil wir genau darüber wollen. Habe ich aber auch nur eine Chance dafür, hier rüber zu kommen quasi. Wirklich nur eine Chance. Für sie zumindest. So. Komm. Gut. Meine Güte. Jetzt sollten wir aber relativ safe sein. Relativ safe. So, dann schlitzen wir die alle weg. Und dann haben wir es doch wahrscheinlich geschafft. Dauert aber auch ein bisschen diesmal, ne? Ach komm. 5 Sekunden, die jucken mich eigentlich auch nicht. Komm, steh auf. Stehst du auf? Nein. Du weißt genau, wo du hin musst. Hier lang nämlich. Na komm. Hä? Ist sie wieder nicht rübergekommen? Was macht die denn? Kommst du jetzt mal, Mädel? Na komm. Ich weiß doch genau, dass du das hinbekommst. Du musst gar nicht so tun. So, und jetzt bitte mit der Wind rüber.
Also, muss ich echt zuschauen, dass du das hinkriegst. Jetzt gehen wir ins Wasser. Wir haben nämlich wirklich nicht mehr viel Zeit. Und hoch. Na, Okami, du musst auch da hoch. Gut. Und jetzt ganz, ganz, ganz schnell. Es ist nicht mehr viel Zeit. Okay, wir sind unten. Oh Mensch, es ist jetzt bestimmt hier ganz drüben, ne? Komm, kann ich hier schon buddeln? Kann ich den richtigen selber finden? Nee, kann ich nicht. Sie muss mir zeigen, wo der ist. Okay, der ist natürlich da am Anfang. Den habe ich natürlich nicht gecheckt, ne? Aber gut. Und was kriegen wir jetzt dafür? Oder sie? Ein Raumschiff? Echt? Bambusmädchen? Was zur Hölle? Sieht aus wie ein Bambussprössling, außer dass es aus Metall ist und unglaublich groß. Das ist, was mich gerufen hat. Das ist die Verbindung zu meiner mysteriösen Vergangenheit. Aha. Kaguya, ich wusste, dass dieser riesige Bambussprössling hier in der Sasa zuvor vergraben lag. Wirklich? Aber eines Tages vor vielen Jahren kam ich hierher, um etwas Bambus zu holen. Plötzlich erschien dieser riesige Bambussprössling direkt vor mir. Du kamst kalt und beinahe leblos herausgetorkelt. Dann verschwand dieser riesige Bambussprössling wieder. In der Erde. Du warst kalt wie Eis und sahst aus, als würdest du jede Minute sterben. Ich nahm dich schnell auf den Arm und rannte nach Hause. Meine geliebte verstorbene Frau und ich pflegten dich wieder gesund. Wir hatten immer ein Kind gewollt. Du warst wie ein Segen des Himmels. Du brachtest Freude in unser Leben. Ich konnte dir nicht die Wahrheit sagen. Ich fürchtete, wenn du das herausfindest, dann würdest du diesen seltsamen Bambussprössling suchen gehen. Ich fürchtete, dass er dich uns für immer wegnehmen würde. Geh nicht, Kaguya. Oh, Großvater. Oh, traurig, ja? Ich habe dich und meine geliebte verstorbene Großmutter immer als meine wirkliche Familie betrachtet. Und dieses Gefühl wird niemals verblassen, auch wenn ich gehen sollte. So bleibt mein Herz bei dir. Erinnere dich daran. Aber ich kann nicht hier bei dir bleiben. Eine mysteriöse Kraft ruft mich. Ich kann ihr nicht widerstehen. Ich muss herausfinden, woher ich komme. Keine Sorge, ich werde zu dir zurückkommen, aber ich muss es einfach wissen. Deshalb bitte ich dich, mein lieber Großvater, verabschiede mich mit einem Lächeln im Gesicht. Geh wohin auch immer du möchtest. Ich bitte dich nur um eine Sache, wenn du dorthin gehst. Erinnere dich immer an eins. Du bist meine geliebte Enkelin. Aber ich muss sagen, Abschiede fand ich noch nie so gut inszeniert in einem Spiel, wie es in Grandia 1 war, ja? Der Abschied von Sue toppt alles. Es toppt diesen Abschied. Es toppt den Abschied von sogar von Tia aus Lufia. Es toppt jeden Abschied. Meiner Meinung nach. Und Amaterasu, ich werde euch immer dankbar sein. Ich werde euch nie genug dafür danken können, was ihr für mich getan habt. Aber bitte nehmt das zum Zeichen meiner Dankbarkeit an. Hey, eine Feuersteintafel. Das war meine einzige Verbindung zu meiner Vergangenheit. Aber jetzt, wo ich nach Hause zurückkehre, werde ich es nicht länger brauchen. Möge es euch bei eurer Reise helfen. Es ist nun Zeit. Zeit für mich zu gehen. Danke euch beiden. Danke dir, Großvater. Lebt wohl und hoffentlich sehen wir uns eines Tages wieder. Okay. Und dann geht's hier wohl wirklich, ja? Mit einem Raumschiff. Ich meine, warum nicht, ne? Ist mal ein bisschen was anderes. Ah ja, nun, sie ist weg. Ich frage mich, wohin sie wohl geht. Ich hoffe, das Bambusmädchen wird eine sichere Reise haben. Wo immer sie auch hingeht. Hey, Ami, lass uns hier verschwinden. Wir haben uns ablenken lassen, als wir dem Bambusmädchen geholfen haben. Lass uns weitergehen. Wir haben noch etwas zu erledigen. Wir müssen diese Königin in die Mangel nehmen. Sie muss uns da so einiges erklären. Ganz genau. Und ich kann ja auch sagen,
wir hätten vorher nicht zu der Königin gehen können. Wir hätten es versuchen können, aber ihr könnt euch wahrscheinlich denken, dass diese Tafel, wenn das jetzt schon Main Story ist, etwas ist, was wir brauchen, um die Königin überhaupt zu sehen. Deswegen mussten wir das ja halt vorher machen. Aber hey, es hat ja auch nicht so lange gedauert, ne? Würde ich doch einfach mal sagen. Und aus diesem Grund überlege ich gerade, ob wir nochmal zurück zur Hauptstadt gehen. Also streng genommen haben wir vielleicht noch ein paar Minuten, die wir für den Part benutzen könnten. Ihr wisst ja, mein Zeitfenster für Okami ist so zwischen, sagen wir, 35 bis 45. Und wir sind jetzt laut meinem Aufnahmeprogramm bei, wo sind wir denn? 36. Und ich glaube, ich hätte jetzt auch einfach den Teleporter von der Sasa Zuflucht nehmen können, ne? Ach komm, dann machen wir das noch. Gehen wir nochmal zurück und nehmen den Teleporter von da. Und dann gucken wir mal, ob wir am Anfang der Stadt noch ein bisschen was tun können, bevor wir dann beim nächsten Mal wahrscheinlich die Königin aufsuchen. Ich denke, das ist besser, weil ein großes Thema pro Part ist eigentlich besser, finde ich. Deswegen versuche ich halt auch gerne Dungeons in einem Part zu machen, ne? So, machen wir nochmal. Was, wollt ihr reden? Nee, ihr seid einfach nur gut drauf. Muss mir aber auf jeden Fall neue Meerjungfrau-Münzen holen. Ich mag es nämlich nicht, die letzte quasi zu benutzen, ohne dass ich dann Ersatz habe, weil wenn ich dann warpen möchte, geht's nicht und dann ist das doof. Genau dahin, bitte. Zumindest gibt es auch einen Warp-Point. Das ist ziemlich cool. Ja, das spart schon eine Menge Zeit. Gut, dann sind wir jetzt wieder hier und schaut mal. Stimmt, das könnten wir beim nächsten Mal auch endlich machen. Hey Kapuzenkopf, was machst du hier? Oh, du kommst genau richtig, um einen wichtigen Wendepunkt der Geschichte mitzuerleben. Mir ist endlich klar geworden, wie leer doch das Leben eines Schwertsammlers ist. Jetzt bin ich dem Spaß mehr am Angeln erlegen. Willst du nicht mitmachen bei meiner neuen Leidenschaft? Werden wir definitiv dann beim nächsten Mal machen. Ich schätze mal, gut, jetzt wo die Brücke unten ist und wir den König geheilt haben, ist er hier fleißig am Angeln. Dann, ich dachte eigentlich, ich müsste vorher noch ein ganz kleines bisschen weiter sein. Aber in dem Fall können wir dann beim nächsten Mal auf jeden Fall die Angelsession machen, die ich angekündigt habe. Das heißt, dann wird, wenn ich das mache, werde ich das hoffentlich auch in den Part reinschreiben, dass es ein Bonuspart ist und wir uns komplett dem Angeln ergeben. Sollte eigentlich okay sein, ne? Muss ja sowieso gemacht werden für 100% und deswegen machen wir es onscreen. Aber ich widme dem Ganzen dann nur einen Part. Aber erstmal möchte ich zurück zum Stadtviertel. Bevor wir auch zu Himiko gehen, das machen wir alles. Ah stimmt, Himiko machen wir dann anscheinend doch nicht beim nächsten Mal, ne? Weil das Angeln soll auf jeden Fall ein eigener Part werden und ich hoffe, dass das halt nicht eine Dreiviertelstunde dauert, aber ich weiß es nicht. Wir werden es dann sehen. Vielleicht cutte ich es auch ein bisschen, so zwischen den Fischen oder so. Wir werden sehen, wir werden sehen. Hey Rao, alles gut bei dir? Es muss eine Veränderung mit dem Kaiser gegeben haben. Das waren wir, aber kein Grund, gleich auf die Knie zu fallen. Hey, warte. Was war denn mit euch, Schwester? Warum habt ihr nicht versucht, dem Kaiser zu helfen? Konntet ihr denn eure mysteriöse Kräfte nicht die Quelle des Nebels lokalisieren? Ich wusste es. Ihr und Himiko führt Böses im Schilde. Das habe ich wohl... Was? Da habe ich wohl versagt. Aber ich bin doch nur eine einfache Priesterin, weißt du. Ich kann nicht einfach im kaiserlichen Palast rumschnüffeln ohne irgendeinen Grund. Auf jeden Fall habt ihr den Nebel vertrieben. Dafür gratuliere ich euch. So, dann. Jetzt, wo ein Problem gelöst ist, können wir das nächste anpacken. Und das wäre? Alles, was du soweit getan hast, ist erstaunlich. Aber der Wasserdrache ist ein weitaus größeres Problem. Es kommen keine Handelsschiffe durch. Die Nahrungsreserven der Stadt schwinden allmählich. Und das Böse, das unser schönes Land bedroht, lauert noch immer in den Schatten. Jetzt ist die Zeit, in der wir sie wirklich brauchen. Die Fuchsstäbe. Immer noch diese Fuchsstäbe, ha? Gäbe es nur eine Möglichkeit, die irgendwie zu finden. Aber anscheinend sind die erstmal... wirklich... Anscheinend sind die im Moment nicht in unserer Reichweite. Aber hey, hier steht immer noch an grüne Nase. Yay, die Stadt sieht doch schon mal deutlich besser aus, ne? Zumindest kann man jetzt mal einen schönen blauen Himmel sehen. Und das Wasser sieht auch gesünder aus. Und ja, ich glaube, da wo der gute Benkei angelt, ist ja auch vorher die verfluchte Zone gewesen, ne? Da konnte man anscheinend vorher ohnehin nicht hin. Aber jetzt ist alles wieder gut. So, die Stadt ist doch eigentlich wieder ganz gut drauf. Na, teilweise. Ihr seht schon, Fluch ist hier anscheinend immer noch. Die verfluchte Zone ist zusammen mit dem abgefahrenen Nebel verschwunden. Es sieht so aus, als würde die Stadt wieder zu Leben erwachen. Ami, ich wette, du hast so einen aufregenden Ort wie diesen vor 100 Jahren nicht gesehen. Das muss aufregend für dich sein, weil du ja vom Land kommst und so. Ich verstehe ja, dass du dich jetzt amüsieren willst. Aber übertreib es nicht. Ich meine, du sollst nicht vergessen, was du zu tun hast. Ja, Angel, ne? Und wir können auch nochmal ganz kurz
Na, eigentlich will ich hier jetzt noch nicht sammeln. Das, ja, sonst wird das jetzt zu lang, wenn ich jetzt hier noch mal ein paar Minuten mit Sammeln verbringe. Aber hier gibt es bestimmt noch ein paar Sachen, die ich noch nicht geholt habe. Aber, ja, ihr könnt euch wahrscheinlich denken, dass wir hier noch einiges zu tun haben, ne? Wir können aber auf jeden Fall, weil sonst kann ich nachts nicht schlafen, auf jeden Fall die Bäume hier nochmal heilen. Das ist mir wichtig. Genau wie, ja, die Klöße, ihr wisst es. Okay. Kann ich hier eigentlich noch was Schönes bekommen? Ah, ich habe dich schon eine Weile nicht mehr gesehen. Als der Nebel verschwand in ihm auch die verfluchte Zone. Jeder hier in Cyan ist begeistert, aber zumindest läuft das Geschäft irgendwie. Bist du wieder geschickt worden, um etwas zu kaufen? Ich glaube, du hast ein neues Schwert, ne? Kann das sein? Ja, Siebenstreich. Das ist eine richtig coole Waffe. Können wir mal schauen, was wir alles verkaufen können. Wir können sowieso alle Schätze loswerden. Ich kann dazu aber sagen, nach der Angel-Session werden wir wahrscheinlich deutlich mehr Geld haben, um die weiteren Sachen zu holen, die wir hier haben wollen. Aber ich kann ja die Waffe jetzt schon kaufen, also von daher Goldstaub. Oh, du hast sogar zwei Goldstaub. Zweimal Goldstaub. Sehr nice. Und Siebenstreich. Ja, damit. Cool. Haben wir die wichtigsten Sachen ja schon gekauft. Das ging relativ fix. Hätte gedacht, das Geld reicht nicht. Bam, jetzt haben wir das und das und können Goldstopp verwenden, aber nur zwei. Hä, dann benutzen wir es anscheinend für die beiden Schwerter. So, wie gesagt, ich will eh alles aufwerten, von daher. Ah, die sieht richtig nice aus, ne? Wo man sieht, wie die Flammen einfach runterlaufen und deswegen Siebenstreich, weil immer sieben Zacken anscheinend drauf sind, ne? Ah, das ist mein cooles Schwert. Optisch richtig, richtig nice. Okay, in dem Fall, denke ich mal, sind wir für heute fertig. Hier vorne war doch irgendwo auch ein Savepoint. Ja, genau hier. Dann kann ich hier die Episode beenden und beim nächsten Mal werden wir definitiv angeln. Definitiv. Angelliste, ich werde dran denken. Nächstes Mal ein Let's Play Okami. Ich bin Sien und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin und bis dahin.